Wer in einem offenen WLAN unterwegs ist oder in einem WLAN mit noch nicht gestopften Sicherheitsleck, der kann beim Surfen beobachtet werden. Die Folge? Vertrauliche Daten können in die Hände von Datendieben fallen, unbemerkt. Eine gute und auch komfortable Möglichkeit, sich und seine Daten wirksam zu schützen, ist ein Virtual Private Network, kurz VPN. Also ein Virtual Private Network macht jede Datenkommunikation im Netz privat, daher ja auch der Name. Und das bedeutet, Fremde können nicht sehen, was ich online mache. Sie bekommen auch nicht mit, welche Daten ich sende oder empfange. Ist ein bisschen so, als würde ich mir eine Tarnkappe aufsetzen. Und das ist schon ziemlich praktisch. Das Schöne ist, man kann so ein VPN auch kostenlos ausprobieren und das sogar ziemlich komfortabel, dank Opera. Opera kennen viele nicht, das ist ein kostenlos erhältlicher Browser aus Norwegen. Anders als die bekannten Browser wie Chrome von Google, Edge von Microsoft oder Safari von Apple, die alle US-Konzernen gehören, ist Opera unabhängig, sammelt keine Daten, liefert die nicht bei US-Konzernen ab und ist deswegen gerade bei Insidern sehr beliebt. Außerdem bekommt man bei Opera auch ein kostenloses VPN angeboten. Einfach auf das blaue VPN-Logo klicken oder tippen, schon hat man sich eine Tarnkappe aufgesetzt. Sobald der VPN-Modus aktiv ist, werden alle Daten zusätzlich verschlüsselt, unabhängig davon, ob man eine Webseite mit HTTPS am Anfang der Adresse aufruft oder nicht. Alles wird nochmal extra verschlüsselt und damit für andere unsichtbar gemacht. Allerdings wird das Surfen dadurch etwas langsamer, der Preis für mehr Sicherheit. Auch sein Smartphone kann man vor Abhören schützen. Opera VPN gibt es als App für iOS und Android kostenlos. Wer die App hat, kann jederzeit das VPN aktivieren und damit den Schutz einschalten. Zum Beispiel, wenn man gerade in einem offenen WLAN unterwegs ist. Zu Hause kann man das VPN dann wieder abschalten. Wirklich total einfach in der Handhabung. Ja, mein Tipp, unbedingt den Opera Browser und oder die Opera VPN App auf jedem Gerät installieren, das man benutzt, egal ob Tischcomputer, Desktop, Notebook, Tablet oder Smartphone, hat man dann immer mit dabei, auch parallel zum sonst verwendeten Browser, auf den muss man ja nicht verzichten. Gehe ich dann in ein WLAN, dann aktiviere ich in meinem Gerät das Opera-Symbol, also den Browser oder auch das Opera VPN und setze mir so eine Tarnkappe auf, alle Daten werden dann sicher verschlüsselt. Super Sache. Allerdings funktioniert Opera und Opera VPN nur beim Browsen, das heißt beim Surfen im Web. Brauche ich einen umfassenderen Schutz, weil ich auch E-Mails austausche oder Dokumente hoch und runter lade, dann brauche ich eine leistungsfähigere VPN-Lösung. Die gibt es. Es gibt nämlich Dutzende von Anbietern, die VPN-Lösungen anbieten. Mit schnellen Servern und komfortabler Software, damit man beim Browsen nichts merkt, aber trotzdem sicher unterwegs ist. Fast alle Anbieter bieten spezielle Software für den Rechner und die Mobilgeräte, damit die Handhabung auch einfach ist. Auch hier kann man das VPN jederzeit auf Knopfdruck aktivieren oder auch wieder abschalten. Es gibt aber noch deutlich mehr Möglichkeiten. Für erfahrene Nutzer kann das durchaus interessant sein, um sich noch besser zu schützen. Eine gute Übersicht über die verschiedenen Anbieter am Markt gibt es hier unter vpnanbieter.net. Mein Tipp? Viele Angebote kann man ein paar Tage lang kostenlos und unverbindlich ausprobieren. Manche 3 Tage, andere 14 Tage. Genug Zeit, um zu schauen, welcher VPN-Dienst einem zusagt. Für den Anfang tut's die Lösung von Opera aber auf alle Fälle. Ja, und eins steht fest, wer oft in WLANs unterwegs ist, der sollte auf jeden Fall einen VPN-Dienst am Start haben. Mehr dazu gibt's von mir wie immer auf Facebook, Twitter und Co. Dort können wir auch gerne über das Thema diskutieren.